Dann machen wir doch mal eine tschechische Motorradtour. Mamonitos, amigos. So, liebe MotoGP-Fans, die Sommerpause ist vorbei und Alex Hofmann lädt zur tschechischen Motorradtour ein. Naja, Motorradtour, wir werden schon mal richtig am Kabel ziehen, denn die Rennstrecke ist wunderschön. Los geht's, auf Start und Ziel. Viel Schwung mitnehmen. Die Gerade ist gar nicht so lang, bis aber die Curbs räubern. Klein machen. In den fünften Gang mit der MotoGP. Zack, anfliegen der ersten Ecke. Zwei Gänge runter und hier geht's gleich richtig flott zur Sache. Viel Schräglage, langer Radius, super spaßiger Anfang dieser Rennstrecke. Ans Gas, rumlegen, über die Curbs auf links. Den Berg leicht hoch, gegengerade mit perfekter Überholmöglichkeit. Hier innen, da kann man richtig beherzt reinstechen und dann schön die Linie zumachen. Das ist aber eine Schikane. Versuchen eng zu bleiben, um dann die Ausfahrt vorzubereiten, nämlich diese rechts hier. Hier hast du eine kleine Hügel hier, mittlerweile neu asphaltiert. Schön wie ein weicher Kinderpopo zu fahren. Hier der Gang und den Berg hinunter. Anbremsen auf Einfahr. Omega, das ist eine Doppelrechts. Dritter Gang, auch hier wieder viel Schräglage. Jeden Millimeter nützen. Nochmal vom Gas und jetzt reinrollen hier. Umlegen auf links. Zu einer der langsamsten Stellen. Hier sind die Fans, hier sind die Naturtribünen. Hier ist ein kurzes Zwischenstück. Hartes Beschleunigen und sofort wieder auf die Bremse. Rein in diese nächste Schikane. Diesmal mit links vorbereiten. Sofort schnelles Umlegen auf rechts. Und wieder viel Schräglage. Und den perfekten Punkt fürs Beschleunigen finden. Zack, raus auf eine Gerade. Über die Curbs geräubert, der Hofmann. Und den Berg hinab. Kurzes Anbremsen nach dieser Gerade, aber hartes Anbremsen. Hier ist auch schon der ein oder andere übers Vorderrad abgegangen. Und jetzt Anfahrt zum tiefsten Punkt. Dritter Gang hier, diese lange rechts. Und jetzt durch die Senke und ab jetzt geht's bergauf. Sofort wieder anbremsen, alles in Schräglage. Diese Schikane macht richtig Höhenmeter. Wieder vorbereiten, schnelles Umlegen. Perfekt erwischt. Und jetzt km/h mitnehmen. Jeden Millimeter und den Berg hinauf. Zwei Gänge hoch, letztes hartes Anbremsen auf diese letzte Schikane vor Start und Ziel. Auch hier wieder das Spielchen, eng bleiben, kurz umlegen, ein Grad hoch und jetzt Anfahrt, Start und Ziel. Früh ans Gas hier, leicht als Leid am Hinterrad. Ja, und die war gut und hier fast über den Asphalt rausgekommen, Start und Ziel ist früh. Ah, schöne Runde, 2,50. Ach, ich hab's vermisst. Schön, dass die Sommerpause wieder vorbei ist. Ich hoffe, ihr hattet auch wieder Spaß. Ciao aus dem Cockpit. Wir sehen uns. Tschüss.